Hallo zusammen in die Gruppe. Ja, hier ist nochmal der Sven Zinserling. Ich denke mal, einige kennen mich ja immer noch aus der Fernsehgeschichte oder aus der Osterhasengeschichte für die Straßenengel. Wenn dieser Beitrag nicht gewünscht ist, kann er natürlich von den Administratoren gelöscht werden. Da es die Sabine im Moment sehr schwer hat, bei den Straßenengeln ihre monatlichen Kosten reinzuholen, weil Spendenaktionen, Verkaufsaktionen funktioniert ja im Moment alles nicht. Und ich habe ja den Osterhasen gemacht für die Straßenengel, was ein sehr großer Erfolg war. Es war absolut genial, die Familien waren begeistert, der Rewe-Markt, der Reising war begeistert, die Reaktionen im Nachhinein waren einfach der Hammer. Ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr erhofft, aber gut, ich bin froh über die Termine, die ich überhaupt gekriegt habe und das Geld, was zusammengekommen ist. Und da war eine ganz spezielle der Familie dabei, die gesagt haben, Seven, du bist so eine coole Socke, mach doch bitte den Piraten für meinen Sohn. So, und habe ich gesagt, natürlich, na klar mache ich das, warum denn nicht, ich breche mir doch keinen Zacken aus der Krone. Und das Geld, was ich von der Familie bekomme, kriegen natürlich auch die Straßenengel. Ich will nichts dafür. Ich mache das einfach gern oder gar nicht. Also, wenn ihr mal jemanden zum Geburtstag braucht, natürlich bitte keine Fee und kein Einhorn, weil das passt einfach nicht zu mir. Schreibt mich an, fragt mich. Ich mache das wirklich sehr gerne. Geld in den Kuvert und ich gebe das direkt den Straßenengeln, weil die brauchen jetzt eigentlich unsere Hilfe. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende. Danke, dass ich auf eure Gruppe sprechen durfte. Hier war eure Sven Zinserling, der XYZ-Promi. Danke, ciao.